So, zweiter Teil. Er hat sich, weil er gar ist so witzig war, das ganze gar kein Glas Bier vergönnt und isne. Sündig und die Woche nicht neis Wirtshaus gange. Nerze Kerwe, das hat er sich nicht nehmen lassen. Da hat er seinen besten Anzug nachgerichtet und sich einmal auf den Tanzboden sehen lassen. Aber da hat er sich kein Seidel Bier gekauft, hat er sich neben ne eigentlich hingemacht und ordentlich genassauert. Auf der Kerwe kommt's du auf ein Glas Bier nicht an. Das lässt jeder Rundseidel einschenken und das hat der Gottel ausgenutzt. Da ist Tanzgeld, hat er ne gereiht und er hat das der wegen na der letzten Woche, wo es nimmer so drauf angekommen ist, mit der Milder getanzt und sie noch, wie es auf dem Dorf üblich ist, heimgeführt. Wenn bei der Gelegenheit der Red aufs Heiraten komme ist, hat der Gottel allemal ugewinkt und gesagt, es wär noch nicht is so weit. Er müsset erst noch das und jenes abschaffen und a sei Sparkassenbüchel wär noch nicht in Ordnung. Ist so gangs nu gar vergau und wir nu gar keine Anstalten gemacht hat, ist es der Milder zu dumm geworden und sie ist eines Dorfs abgehauen und hat sich drüben in Thüringischen eine andere Stelle gesucht. Der Gottel war schon erst ein wenig perplex, hat sich noch aber war da keine Gedanken drüber gemacht und sich gesagt, die krieg keinen anderen, die Watcher, denn der